Ja, guten Tag, liebe Senioren. Ich freue mich, dass ihr wieder mal reinschaut zu mir. Und das heutige Thema, ich habe es gestartet mit Udo Jürgens. Es geht wieder um das Alter mit 66. Mein Thema ist heute, wann bin ich ein Senior oder eine Seniorin? Diese Fragen haben sich wahrscheinlich schon viel von Ihnen gestellt. Wann bin ich Senior? Wann bin ich Seniorin? Ja, ich habe diese Frage schon öfters Menschen gestellt, wo ich mir denke, naja, die gehören zur älteren Generation, da tue ich mir nicht mehr so hart. Und ja, frage es halt, oder es hat sich ergeben in Gesprächen, bei meinen Sendungen, wenn ich wieder einen brauche, dass er was mitmacht. Und so bin ich eben auf die verschiedensten Antworten gekommen, so ungefähr wie, ich bin noch kein Senior. Ich bin nur so fit. Oder was willst du denn von mir? Oder lass mich einfach zufrieden und ich bin noch nicht so alt und ich fühle mich auch nicht wie ein Senior. Ja, manchmal habe ich dann geschaut, denke ich mir, bam, mit einem habe ich mal gesprochen, der war an die 70 und der sagt, du, ich fühle mich nicht wie ein Senior, lass mich einfach in Ruhe und ich bin noch nicht so weit. Solche und ähnliche Antworten bekam ich von Menschen so zwischen 60 und 70, wo ich mir dann denke, boah, bam, okay. Naja, jetzt ist natürlich dann die Frage, also, wann bin ich dann wirklich ein Senior oder Seniorin? Beginnt es, wenn ich jetzt das erste Mal Großvater wäre oder Großmutter? Bin ich Senior, wenn ich 60 bin? Bin ich Senior oder Seniorin, wenn ich in Pension gehe? Oder bin ich Seniorin oder Senior, wenn ich nicht mehr so sportlich unterwegs bin, wenn ich nicht mehr so fit bin? Oder bin ich es dann, wenn ich schon nur mehr daheim umeinander lummert und einfach so, naja, ein bisschen fad umeinander sitze und antriebslos eher sein, bin ich dann ein Senior? Ja, das ist die Frage. Ja, aber warum wollen so viele Menschen nicht zum Kreis der Senioren kehren? Gibt es natürlich die verschiedensten Sachen. Sie schämen sich vielleicht, zu der Gruppe der Senioren zu gehören, zu dieser Generation. Vielleicht möchten sie noch nicht in die Ecke dieser Senioren gedrängt werden. Ja, weil sie sehen jünger aus, sie fühlen sich jünger, sind recht vital und sportlich. Also das heißt, mag sein, dass das der Grund ist, oder? Ja, sie wollen einfach noch nicht zu der Menschengruppe kehren. Ja, ich weiß es auch nicht. Oder weil sie Angst haben, dass sie nur Pensionsnummer sind. Weil sie zu einer Gruppe kehren, ja, die dem Staat so viel kostet. Vielleicht kriegst du sogar schon ein schlechtes Gewissen, ich meine, wir hören ja genug Meldungen. Oder weil, ja, was weiß ich wegen was. Auf alle Fälle denke ich mir, es gibt so viele Antworten, mit denen ich wirklich was anfangen kann. Und ist es nicht mehr, ist nicht für mich ein Privileg, zu den Senioren zu gehören? War das nicht eher ein Thema, dass ich schon ein Senior bin? Boah, super. Naja, ganz einfach. Sie gehören zu einer Menschengruppe, die nach dem Krieg den Aufbau gemacht haben, die in der Nachkriegszeit tätig waren. Und ich denke mal, die Menschen, die sind unsere Großeltern, unsere Eltern gewesen, die haben einiges geleistet. Also das heißt, da darf ich ruhig zu der Gruppe zählen. Ich meine, das ist doch eine schöne Sache, wenn ich halt so, das sind die gewesen, die den heutigen Wohlstand mehr oder weniger beeinflusst haben. Die 40 bis 45 Jahre gearbeitet haben. Ja, und auch Pensionen eingezahlt haben. Damals für ihre Eltern, für ihre Großeltern. So wie es heute unsere Kinder und Enkelkinder machen. Aber so diese Senioren, die haben ja schon 40, 45 Jahre eingezahlt. Deshalb steht ihnen ja auch eine Pension zu. Deshalb diese Bemerkung, hey, es kommt sonst teuer. Und überlegt euch gut einmal, wenn ihr das sagt oder wenn ihr das denkt, ah, ich glaube, das ist nicht fein. Und die, wo maßgeblich beteiligt waren, dass unsere Kinder und Enkelkinder, dass denen heute gut geht, das ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert.
Sagen wir gerade, wenn man heute so die jungen Leute anschaut, die alles für selbstverständlich nehmen, so ist es nicht. Damit es uns oder euch und euren Kindern so gut geht, dann schaut bitte mal, wer diese Vorarbeit geleistet hat. Ich meine, ihr braucht nicht ewig dankbar sein, um das geht jetzt nicht. Und wir sind auch den Jungen dankbar, die wieder das fortsetzen, die wieder neuen Schwung einbringen. Aber trotzdem bitte schauen, die Senioren, das ist nicht ohne, was die geleistet haben. Das darf man nicht vergessen. Oder also ihr Wissen, ihre Lebenserfahrung, all das haben sie weitergegeben. Das, was die Jungen wieder profitiert haben. Also, darum sage ich, es ist schon eine Menschengruppe, ich denke mir, wo einiges passiert ist, ja. Und fällt es uns wirklich so schwer, einmal aufzuzeigen und voll dazu zu stehen, wer und was wir heute sind? Und da spreche ich jetzt wirklich die Senioren an. Jetzt überlegt es einmal gut. Die ganzen Senioren, sie haben eine Lebenserfahrung, sie haben ein Wissen, sie haben eine Weisheit angesammelt. Sie besitzen Können. Also das heißt, es sind so viele, die einiges geleistet haben. Sie haben ihre persönlichen Stärken. Also das sind lauter Qualitäten. Das ist lauter Sachen, wo ich sage, das kann man wertschätzen. Haben Leistungen in unserem Leben erbracht, waren für Menschen da, die es gebraucht haben. Sind sie heute noch da? Sind für Kinder, Enkel, Kinder, Urenkel, sind heute noch dafür da? Nehmen wir das nicht für selbstverständlich. Sie machen es gern. Aber sie machen es. Das heißt, das ist ein Plus, was für die Senioren ist. Oder, ja, ich darf aber so sagen, auch die Senioren sind noch jemand, auch wenn sie nicht mehr im Arbeitsprozess stehen. Also so auf die Art, naja, ausgedient, was so ist, abgeschoben, zeig schon, das passt nicht. Und auch die Senioren, sie haben nur Qualitäten. Und das war ja das Schöne, so diese Qualitäten, dieses Wissen, diese Erfahrungen, so mit dem Schwung und die neuen Sachen, was die Jungen haben, das zu verbinden, das gemeinsam, ob das jetzt im Beruflichen ist, ob das auch im Privaten ist, im Leben ist, das war genau das. Und da fällt mir das ein, wenn man sich das einmal so anschaut, so diese Urvölker, da hat es auch immer den alten Rat gegeben. Da sind die Weisen, diejenigen, die das Leben hinter sich gehabt haben oder die einfach schon so viele Erfahrungen gemacht haben, die sind in dem alten Rat drin gesessen, haben natürlich auch einiges weitergegeben, aber damals waren, und nicht nur jetzt so bei den Urvölkern, sondern das war auch noch in unserer Zeit, bis vielleicht vor 100, 150 Jahren, wo wirklich auch noch auf die Öden mehr gehört worden ist, wo man das mehr geschätzt hat, wo man einfach auch versucht hat, von einer zum lernen. Das wird heute immer schwieriger. Und ich glaube, das ist aber jetzt nicht ein Einzelproblem, sondern ein gesellschaftliches Problem. Ich habe so den Eindruck, dass die Senioren am Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Sie funktionieren nicht mehr so richtig, sie sind nicht mehr so schnell. Wie gesagt, manche haben ja schon gesehen, sie kosten noch Geld und das ist irgendwie nicht, was früher war. Mag es sich schon sein. Aber trotzdem, glaube ich, ist das ein ganz falscher Weg, wenn man die Senioren an den Rand drängt. Sondern, ich denke mal, es wird in der Zukunft notwendig sein, dass man die Senioren wieder mehr in die Mitte zusammenrücken lässt, dass man es wieder mehr in die Gesellschaft integriert, wieder mehr einer tut. Weil eins ist einmal klar, in 10 Jahren sind 50% der Bevölkerung 50 plus. Die Pyramide wächst, die Menschen werden immer älter. Das heißt, wir können das nicht einfach beiseite schieben, wir können das nicht einfach ignorieren. Und da möchte ich gerade so die Jüngeren ansprechen, da bin ich jetzt gar nicht bei der Jugend, sondern da bin ich jetzt bei den 30, 40 bis 50-Jährigen. Das sind die Menschen, die so ganz aktiv im Leben sind, die mitgestalten. Ja? Die entscheiden, was mit den Senioren in Zukunft passiert oder auch zur Zeit. An die möchte ich mich schon wenden und möchte sagen, überlegt euch gut, was ihr entscheidet. Weil das, was ihr entscheidet, wird euch auch mal treffen. Ihr werdet auch älter. Und wenn ihr heute eine Entscheidung trifft, wo sagt ihr jetzt mit 40, mal super, klasse, das taugt mir und die brauchen eh nicht mehr. In 20 Jahren brauchst du das. In 20 Jahren bist du froh, wenn du vielleicht auch ein anderes Leben führen darfst. Und das, was du heute entscheidest, sollte immer vor Augen führen, das ist das, was du einmal zum Leben hast oder zum Ausbauen hast. Je nachdem, was du mitentscheidest. Natürlich verstehe ich, da bin ich vielleicht ein bisschen provokativ jetzt. Die Entscheidungsträger, das ist hauptsächlich die Politik. Und die haben genug Geld.
dass sie sich auch im Alter genug gehen lassen. Und da habe ich wirklich oft so den Eindruck, mir war ihnen das gar nicht so wichtig war. Weil sie haben eh das Geld, dass sie sich einmal 24-Stunden-Pflege ohne weiteres leisten können, dass sie sich das und das leisten können. Das kann schon sein, dass diejenigen, die das entscheiden, hauptentscheiden, einfach einmal nicht wirklich trifft, weil sie das Geld haben. Aber alle anderen, die da mitentscheiden, mitwirken können, die was weiter uns sitzen, haben nicht das Geld, aber haben die Macht heute oder die Möglichkeit heute, auch diese Herren aufmerksam zu machen, nein, so geht's nicht. Entscheiden wir für die Senioren nicht für 4 Jahre, für 6 Jahre, was eine Periode dauert, sondern entscheiden wir einmal für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, damit das einen Weg geht, der was gut ist. Und das ist einfach auch für mich eine ganz wichtige Sache, warum ich auch immer wieder bestrebt bin, sowas für Senioren zu machen, weil ich einiges aufzeigen möchte und auf einiges aufmerksam machen möchte. Wenn ich mir denke, es ist heute noch Zeit genug, bald genug, gewisse Sachen so zu entscheiden, dass es in 30, 40, 50 Jahren auch noch gut ist. Und da möchte ich jetzt auf einen Film aufmerksam machen, der ist bei mir in der Webseite drinnen. Den kann man anklicken. 2030, Aufstand der Alten. Wenn sich den Film einmal anschaut, dann versteht ihr auch mehr, warum ich heute für Senioren eine Sendung machen möchte. Warum ich eine Plattform habe. Warum ich auch einiges aufzeigen möchte, um aufzuzeigen, munter zu machen, Leute, überlegt euch, als wir es entscheidet, nicht, dass es so endet wie in dem Film. Ja, das heißt, für mich ist ein Seniorensein wirklich ein verdientes. Es ist eine Anerkennung und es ist ein Verdienst, dass ich heute Senior bin. Weil mein Leben, ja, viel habe ich eingebracht für die Gesellschaft, für meine Kinder, für die Zukunft. Und ich denke mir, dass auch die Senioren diese Wertschätzung und Anerkennung auf alle Fälle kriegen dürfen. Das ist nicht im Geld gemeint, sondern auch wirklich, dass man es schätzt, dass man es wieder vielleicht ein bisschen würdevoll oft behandelt, dass man Wertschätzung denen entgegenkommt. Also das möchte ich schon gesagt haben. Möchte aber eins nur. Ich bin nicht einer, der jetzt sagt, man, nur die Senioren und hebt es auf und was weiß ich was. Sondern durch das, dass ich 30 Jahre mit Senioren zu tun gehabt habe, ja, habe ich natürlich auch andere Seiten kennengelernt. Brauche ich nicht zu erzählen. Es gibt Senioren, die am Samstag um 12 Uhr Mittag bei der Kasse stehen und werden dann ungeduldig und machen vielleicht nur blöde Bemerkungen. Es gibt vielleicht Senioren, die glauben, nur weil sie das gewisse Alter haben, jetzt glauben sie, haben einen Freibrief für alles und können sie dementsprechend benehmen oder Bemerkungen machen oder auch die Kinder und Jugendlichen anschnauzen. Also, gefällt mir nicht. Das heißt, ich bin schon so kritisch, dass ich sage, liebe Senioren, euer Alter ist kein Freibrief für das, was zum Teil passiert. Aber auch für eigene Jungen sage ich, überlegt euch das gut, wie ihr mit den Senioren und mit den Menschen umgeht, die haben eine Wertschätzung verdient. Und so sage ich mir, Senior zu sein, es kann ganz was Feines sein. Und ist was Feines. Es kommt immer darauf an, was ihr daraus macht. Ihr selber. Ihr seid verantwortlich für euch. Ihr braucht nicht hergehen und sagen, ja, weil und die. Das haben wir eh vielleicht auf der Leben lang gemacht, immer wieder in anderen Schuld geben. Aber wir sind alt genug. Wir können selber sagen, wir nehmen unser Leben noch in die Hand. Wir brauchen uns nicht drucken lassen, wir brauchen aber nicht ausflippen. Aber wir sollen schauen, dass wir unser Leben wirklich und die Jahre, die wir haben, genießen. Und wie gesagt, das sind ja heute nicht mehr 5 Jahre, es können 10, 20, 25 Jahre sein, die wir einfach wirklich nur genießen können. Und da liegt es an uns. Ja, und da frage ich mich jetzt dann schon, wollt ihr nicht mit Freude Senioren und Seniorinnen sein? Ist es nicht schön, diese Zeit zu genießen, die Zeit selber einteilen zu können? Einfach, ja, schaut euch einmal euer Seniorenleben mal ganz gut an. Und ihr habt so viele Möglichkeiten, das so richtig und wirklich zu genießen. Und jeder muss für sich selber entscheiden, wann er Senior oder Seniorin ist. Ihr habt gesehen, es gibt so viele Möglichkeiten. Die eine fühlt sich da, die andere fühlt sich da. Ich denke mir, es muss ja jeder so seinen Zeitpunkt finden, wann nenne ich mich Senioren. Nur übersägt es nicht. Jung bleiben da mal miteinander nicht. Und ihr braucht euch nicht schauen. Ihr braucht euch nicht in Ecken gedrängt fühlen. Sägt es einfach als, bah, ich bin Senior. Ich habe die Auszeichnung. Ich habe das geschafft. Ich bin jetzt in einem Leben, wo ich sage, wow, genau das ist das, was ich mir gewünscht habe. Bleiben Sie im Lebensfluss. Machen Sie einfach was aus Ihrem Leben. Ihr Heinrich Harrand. Danke.